Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt uns ein Gewicht holen für unseren Traktor. Dann werden wir das Grundstück auffüllen mit Saatgut. Und dann fahren wir zum nächsten Feld, 41 oder 42, eins von beiden, und werden da Soja auspflanzen. Dann verkaufe ich noch ein paar Rinder, da bin ich gerade bei. Ich habe mich entschieden zu verkaufen und das Futter noch nicht da reingeben. Noch haben sie genug Futter, also so verwenden tun sie nicht. Also und Wasser wird ja eh mit der Pumpe gemacht im Notfall, ne? Na, das habe ich aber befürchtet. Dass sie nicht fahren sollen. Also hinterher blauer, ne? So, Gärreste, ja gut. Der Gärreste-Fahrer fährt auch noch. Ja, die Gewichte sind da vorne rechts. Ob so, der Weib ist so gut. Weil sie genau ohne so durchpassen, ne? Das wäre schlecht, wenn wir festfahren. Riesengeschoss. So, die Gewichte stehen hier vorne. Sind zwar blau, aber egal, ne? Wo nehmen wir das Grüne? Grüne. Können wir auch grün. Ah, ein rotes. Nehmen wir mal aus. Nehmen wir ein rotes. Passt besser als noch ein Traktor. Wie schwer ist das? Ah, das passt. 700 Kilogramm. Wenn jetzt der mit der Gärreste kommt, dann wird gemeckert. Jetzt hier mit Ball, es kann sein, dass er uns im Haufen fährt. Zumindest das Gerät, Traktor oder weniger, den kennt er glaube ich schon noch. Aber die Gerätschaft und so kennt er garantiert nicht. So, auf geht's zum so, Speicher. Gesagt. Also müssen wir nichts kaufen. Könnte passieren, obwohl sagt glaube ich nicht. Jünger war glaube ich alle. Jünger war alle. Langsamer fahren, langsamer. So, am Deckel auf. Dünger ist hinten vorne. Hier ist Saatgut. So. Saatgut. Ist ja fast getroffen, ne? Siehste. Ja, dann haben wir eine Feldnummer 60 Gruppe. Sollte an sich kein Problem sein. Mit einer großen Gruppe, sobald der mit den Gärresten fertig ist. Wenn wir ganz kurz reingucken in der Plakate. Ja, sieht gut aus. Ist fertig. Entlassen. Dann fahren wir mal vom Feld runter. Und dann können wir gleich unseren Bruder, den mit dem blauen Traktor, losdüsen lassen zum Gruppe. Dann kann nämlich hier gegruppert werden. Da unsere Seemaschine ja nicht gruppeln kann. Aber es hat mit Absicht so gemacht, weil die meisten Geräte für Sonnenblumen und für Soja schon, aber für Sonnenblumen und so und Raps, den Mais. Mais, die können nicht gruppern. Nicht vorher gruppern, ne? Also keine Drecksackmaschine. Dünger schon, aber ich wollte ja bald erstmal dingslos werden. Die Gärreste und daher habe ich mir für die Ausbringen das der Gülle mit der Gärreste mit dem Traktor entschieden. Da sind wir. So. Feldmodus und kurz mal Kursgenerierung. 60 aktivieren, Vorgewende machen 2. Wir behalten mal weich, wir behalten bei 18 Meter und dann nehmen wir runter mal 18 Meter.
Generieren noch mal ganz kurz. 18 Meter, denk mal, dass es in den Kurven etwas weniger Verluste geben könnte. Und dann werden wir hier mal einstellen. Ja, schön. Auch wenn die Musik passt. Ja, sieht gut aus. 15 km/h können wir weiter den hier fahren. Weiß nicht genau, ob die Musik passt, ne? Also ja, Felder kaufen, naja. Topische Preise, ne? Bei 6 Millionen links, ne? So, ne? Guck hier. Feld 13. Würde 6,5 Millionen kosten. Die Wiese 61 wäre interessant, das wäre 1,5. Und da ja Silage nicht viel bringt, ne? Oder also 40, 3,3. Da wäre eher die 54 in der Reihe und die. Was kostet die 3 Millionen? Warum kostet die 3 Millionen? Was ist daran so teuer? Ist von der Fläche da fast gleich. Mich ruinieren. Ach, der Wald gehört mir auch. Ach so. Ah. Der Wald gehört mir da auch. Ah, die hatte ich ja schon mal gekauft gehabt in der Vorversion. Ich habe es hier wieder auch so gemacht. Oh gut, okay. Hier haben wir die Lage da. Oh, dazu wird aktuell. Da hat Zeit. Denn ich denke mal, wir werden eher die Silage nehmen und fürs Futter machen und die andere Silage halt hier mit BGH reinkippen, ne? Auch mit Ballen. Große Ballen. So, die Musik passt. Das ist immer so eine Sache. Aber ich habe nichts verstellt. Von der gesamten Aufstecke von also wieder für Schraubverketten. Mal ganz kurz mal anhalten, ne? Wieder zumachen, ne? Ich wollte nur auf C, ich habe mir dann eben gedrückt. So, weil ich hier innen drin besser sehen kann. So, jetzt sind wir schon wieder Richtung nächste Feld. So, eine Woche noch, das ist der Februar zu Ende. Wie findet ihr das? Winter ist eine Geschichte. Was dann noch kommen kann, ist ja sporadisch. Ein paar Flöckchen. Vielleicht hier und da mal ein bisschen Mais vielleicht. Für ein paar Stunden. Das war es dann gewesen. Ne? Das war dann unser Winter. Aber nicht verzagen, das kann auch mal ganz anders kommen. Ne? Da stöhnen sie alle. Oh, so kalt, so hohe Heizkosten. Ne? Unsere Jugend. Die glaubt ja gerade an den Klimawandel. Von Menschen gemacht. Ich nicht. So, Kursgenerierung. Also Klima hat sich schon immer geändert und das wird sich auch nicht ändern. Wir sollen froh sein, wenn nicht kälter geworden ist, dann werden wir schlecht. Und jetzt alles weiß wäre, 3 Meter hoch Schnee. Ich weiß ja nicht. Und das muss alles dann bezahlt werden, die Heizkosten bei den heutigen Preise. So, das wäre noch 41. Selbe Fahrzeug 2 und zurück. Den Kurs speichern wir den ein. Nö. Den speichern wir mal nicht. Ich glaube, die Maschine behalten wir nicht.
Habe ich mir gedacht, er will immer gern zum zweiten Kurs fahren. Wollte den ersten nehmen. Ist besser für uns alle. Dann macht ihr wieder keinen Kurs. Da geht's weg von Flügen. Ah, okay. Das ist gut. So, jetzt geht's aber weiter mit unseren Tieren. Vergessen. Gut, das macht nichts. Werden wir mal ein paar Tiere kaufen. Und dann müssen wir noch, ja, wenn die Aussaat fertig ist, dann können wir näher auf Stufe 5 gehen. So, Stufe 5. Machen wir lieber nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt auf Stufe 3 Tage Jahreszeit und möchte eigentlich die Aufsaat einen Ritt fertig machen. Nicht in 2 Tagen. Unser Ersparnis liegt ja darin im Prinzip, dass wir jetzt nachts nur 3 Nächte haben, wo wir auf 60 oder 30 spielen können, ne? Oder wollen. Ja, und das ist dann ein großer Vorteil bei 3 Tagen, dass wir so in 3 Tagen vor Jahreszeit schneller im Jahr durchkommen, als wenn wir jetzt hier mit 6 Tage spielen würden. Und immer auf 5. Ja. Weil auch der Wachstum dann länger dauert, ne? Also jetzt ein bisschen besser, wie man auf 1 und dann halt nicht so extrem, ne? Oh. Flicker auch nicht gemacht, ne gut. Aber das auch nicht geht, da hätten wir alles kuppern müssen vorher. Hab ich so nicht gesehen. Die Saale rückt mehr Geld ein. Nur 2,3. Da kostet hier 2,4,5. Das ist wirklich schlecht. Aber wie gesagt, hier. Oh, Lohnzahlung. Irgendwann möchte ich auch neue Felder kaufen. Also wenn die Arbeit zunimmt, dann können wir wieder auf 6 Tage zunehmen umstellen. Weil wir das immer schaffen sollten, die Feldarbeit. Ich meine, die Soja wird kein Problem sein. Ist ja nicht so viel. Wir können beruhigt 2 Fahrzeuge fahren und ernten. Oder 1 geht ja hoch. Ist ja nicht so, dass hier Unmengen an Ernteträger zu erwarten sind bei Soja. Ist ja relativ wenig. Drei Tage, wo diesmal noch einfällt, mit Stroh. Da müssen wir aber echt dann noch sichern. Anführungszeichen. Aber ansonsten. Kann man auch Stroh noch zum Not zukaufen, aber ich denke mal, wird reichen. Mal sehen, was der Mist so einbringt an Mengen pro Tag. Bei der BGH, ne? Dann die Gülle, ne? Den Rest von der. Wo da wird immer viel kommen, ne? Her an Gülle. Wenn 150 Mastränder weniger sind, dann hast du noch weniger Gülle. Hier bin ich mal gerade ausgefahren. Der Seitenballer. Ende. Musste ich mühsam eine Bärung machen. Kommt rückwärts, war nichts.
Platz. Da habe ich einen Baum im Weg, ne? Muss ich mal Bescheid sagen hier. Bäume fällen. Die Laterne muss ich entfernen. Meine dieselben Autos hier. Wo war? Ah, ist ja eingeparkt. So. Ah, gut, da. Ah. Schweine. Ja. Und ob die Preise. Achso, die sind noch mehr. Achso. Runde. Wir holen mal noch gleich ein paar Milchkühe, ne? Wenn wir schon mal hier sind, ne? Milchkuh. Okay, 48.000. Also, ich mache mindestens 50.000 Gewinn bei Tieren, ne? Gut. Ein Jahr gefüttert, ne? Hab's von den Kühe. Und da ein bisschen mit Ausgleichen mit Mist, ne? Anders geht's ja nicht. Muss nur daran denken, dass ich da erstmal hinfahre zum Kuhstall. Die Kuh. Kühen. So. Gas, Junge. Lauf, lauf. Oder nee, fahr. Oh, hier der Händler, hier. Der ist auch gleich. Ob ich noch auf Lager habe? Keine Ahnung. Viel nicht. Ich glaube, so hat noch gehabt. Mal schauen. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Vielleicht sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Tschüss.